Morgen, Ibrahim. Hey Jasmine, was ist los? Erinnerst du dich noch? Deine Freundin Rachel? Ich bin gerade auf dem Weg ins Studio. Danach werde ich sie besuchen. Kommst du auch? Liegt sie noch im künstlichen Koma? So wie ich gehört habe, ja. Wie gesagt, ich bin heute Nachmittag bei ihr. Hoffe, du kommst auch. Hey Ibrahim, kennst du schon den neuen Song von Lil Santos? I Got Money in a Bank? Indem er wieder nur denselben Text rappt wie in jedem seiner anderen Songs? Vergiss es. Wie auch immer. Ruf mich an, wenn du vor dem Krankenhaus bist. Bis dahin. Peace out. Mehrere Ziele vor uns, Layla. Wie sollen wir vorgehen, Chief Cameron? Die Zielperson ist gut geschützt. Arbeiten Sie sich Schritt für Schritt nach vorn. Zunächst einmal nehmen Sie die Gegner ins Unterdrückungsfeuer, um dann die ersten Feinde gezielt auszuschalten. Unterdrückungsfeuer, verstanden. Feuer frei, Layla. Sehr gut. Sammeln Sie die ersten Positionen und rücken Sie vor, Agent Ibrahim, während Layla Ihnen Deckung gibt. In Ordnung, habe verstanden. Sehr gut, los geht's. Greifen Sie an. Los, Layla. Ich brauche Deckungsfeuer. Position sauber. Dann los, Agent. Sie müssen den restlichen Gegnern in die Flanke fallen. Denken Sie daran. Sie sind in der Unterzahl. Rücke vor. Sehr gut. Wenden Sie jetzt das Tränengas an, um Ihre Feinde kampfunfähig zu machen. Alles klar. Ein präziser Wurf hinter die Deckung der Mülltonne. Achtung! Scheiße! Verdammt, Ibrahim. Nochmal. Guter Wurf, Layla. Danke dir. Rücke jetzt vor und nehme ihre Flanke unter Beschuss. Wenn ich auf Position bin, rückst du nach, Layla. Alles klar, bin auf Position und in Deckung. Ich habe die Zielperson im Visier. Feuer auf die Wachen. Vorsicht. Wir brauchen die Zielperson lebend, verstanden? Also los, Agent Layla, rücken Sie jetzt nach. Alle Wachen ausgeschaltet. Nur die Zielperson und ihr Fahrer sind noch übrig. Layla in Position. Warten auf Go zum finalen Zugriff. Achtung, Zielperson und Fahrer könnten bewaffnet sein. Chief, was sollen wir tun? Na, was glauben Sie denn? Schalten Sie den Fahrer aus und setzen Sie die Zielperson fest. Sie haben grünes Licht. Tränengas, Layla! Sauber. Fahrer ausgeschaltet. Vorsicht, die Zielperson ist immer noch gefährlich. Wir nähern uns langsam. Alles klar, sehr gut. Na los, verhaften. Sehr gut, das war's. Wir haben die Zielperson. Der Typ ist leider Asthmatiker und wir müssen schnell einen Krankenwagen rufen. Egal, lassen Sie ihn verrecken. Der Mann hat schlimme Dinge getan. Gute Arbeit, Agenten. Großartig. Special Force, Layla und Ibrahim haben wieder zugeschlagen. Die SFLI. Na komm schon, Layla. Ihr Wurf war nur peinlich, Agent Ibrahim. Aber sei's drum. Das war ein gutes Training. Danke, Sir. Ja, ich denke, bis auf meinen Wurf sind wir auf Wow Island bestens vorbereitet. Oder, Agent Layla? Folgt sich nur, wen wir jetzt noch auf die Insel mitnehmen. Zwei Plätze sind ja immer noch frei. Also Castella ist immer noch verschwunden. Und Bilal, naja. Machen Sie sich deshalb mal keine Sorgen. Ziehen Sie sich um. Ibrahim, ich habe heute noch eine Überraschung für Sie. Räumen Sie den Übungsplatz auf. Wir sehen uns in einer Stunde in La Mesa. Schatz, du warst großartig. Du wirst mein Ass auf der Mission sein.
da sind sie ja. Sorry, Chief. Ich und Layla haben noch etwas gebraucht mit Aufräumen. Ach, lügen Sie nicht. Ich möchte ja nichts sagen, Chief, aber ich glaube, Sie sitzen hier mit Steinen im Glashaus. Bei diesem Thema. Meine wunderschöne Weihnachtsparty. Sie hatten feuchtfröhliche 16 Stunden auf Cayo Perico. Vergessen? Egal. Ich bitte Sie, dieses peinliche Thema sein zu lassen. Wir sind hier, weil ich eine Überraschung für Sie habe. Vermiesen Sie mir das nicht. Ansonsten rufe ich Agent Bilal. Er kommt sicher gerne. Schon gut, Chief. Oder glauben Sie, dass ich Interesse daran habe, mit Ihnen über Ihren... Naja, Sie wissen schon zu sprechen? Ja, nein, danke. Lassen wir das. Apropos, wie geht's Agent Bilal eigentlich? Naomi hat mir erzählt, dass Sie ihm von Dianas Bericht erzählen wollten. Es geht so. Er hat es relativ gefasst aufgenommen. Hoffe ich zumindest. Wir haben seitdem nicht mehr miteinander gesprochen. Ihr Problem. Ich wollte es Ihnen ersparen. Aber Sie hatten recht. Es ist Ihr Team. Sie sind Ihr Anführer. Mein Apropos, wen nehme ich jetzt mit auf die Mission, Sir? Wir haben immer noch zwei Plätze frei. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie Agent Bilal dennoch mitnehmen oder nicht, Agent Ibrahim. Fehlt immer noch einer. Genau aus diesem Grund sind wir hier, Agent. Wie bitte? Wir stehen hier an der Warenausgabe einer Spedition. Was für eine Überraschung soll das bitte sein, Sir? Sehen Sie nach. Hinter dem ersten Anhänger. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh Gott. Na? Na, damit hätten Sie nicht gerechnet, nicht wahr? Na, was stehen Sie da noch so rum? Ich dachte, Sie lieben neueste Technologien. Ja, aber... Der sieht ja aus wie... Ab nach Hause, nicht wahr, Agent Layla? Sie haben bei der taktischen Übung gemeinsam mit Ihrem Mann ja großartige Leistung gezeigt. Ich war von Ihnen schwer beeindruckt. Eine Frage, Agent, das ist die Lederjacke von Ihrem Mann, oder? Das ist mir schon öfters aufgefallen. Auch wenn Sie es ihm gegenüber oft nicht wirklich zeigen können, so merkt man an solchen Details doch immer wieder eindrucksvoll, wie viel er Ihnen bedeutet. Na, Agent, was ist? Los, sehen Sie ihn sich genauer an. Ja, Verdammt, er sieht ja aus wie... Ja, genau, Agent. Wie ein iRobot von MarsTech. Ja, das war genau das, was ich gerade sagen wollte. Ein iRobot. Wie finden Sie? Großartig. Verdammte Scheiße. Ich meine, echt cool, Chief. Echt cool. Also... Hi, mein Name ist Ibrahim. Na, kommen Sie, Agent. Was ist denn los mit ihm? Aktivieren Sie ihn. Und geben Sie ihm ein paar Befehle. Ja, natürlich, Chief. Also, dann wollen wir doch mal sehen, was du so kannst. iRobot, an. Ich bin aktiv. Was kann ich für Sie tun, Ibrahim? Sehr schön. Aber jetzt lassen Sie ihn mal was für Sie machen. Lassen Sie ihn tanzen oder so. iRobot, tanz für mich. Verstanden. iRobot, stopp. Mach was anderes. Okay, das ist wirklich witzig. Genial, wie er das macht, oder? Ich muss los, Agent. Die Arbeiter sollen ihn wieder verpacken. Ich erkläre Ihnen die Tage alles. Er ist Platz 3, denn er kommt mit auf die Mission. Viel Spaß, Agent. Scheiße. Dieser Rapper ist gut. Oh Gott, iRobot aus. Ich sagte aus.
Willkommen zu Hause, Agent Layla. Wissen Sie was? Ich weiß, dass Sie es nicht leicht haben, anderen Ihre Gefühle zu zeigen. Deshalb habe ich mir etwas ausgedacht. Sie kochen heute für Ihren Mann. Maria ist sowieso in der Uni. Er kommt zwar erst spät nach Hause, aber Sie können das Essen ja in den Kühlschrank stellen. Agent, ich muss ehrlich gestehen, ich finde den Rapper auch gar nicht so schlecht. Der rappt doch andauernd nur denselben Text. Ja, das ist es ja. Da sind wir, Agent. Das Krankenhaus, in das man Rachel, ich entschuldige meine deutsche Aussprache, nach ihrem Unfall eingeflogen hat. Ich weiß, für sie ist dieses Krankenhaus nicht nur positiv assoziiert. Ist schon gut, ey. Layla geht es heute besser als denn je. Und uns steht endlich eine neue Mission bevor. Sie hat sich die letzten 2 Jahre tapfer ins Agentenleben zurückgekämpft. Wir können alle stolz auf sie sein. Sie meistert das alles ohne Stimme, ohne sprechen zu können. Was glaubst du, wie hart das für sie sein muss? Und doch, ist sie die von uns, die sich am wenigsten über ihre Probleme beschwert? Sie haben absolut recht, Agent Ibrahim. Ihre Frau ist ein wahres Vorbild. Das ist sie, im Gegensatz zu uns allen. Oh Gott, Ibrahim! Weißt du, was mich immer wieder an dir beeindruckt? Du fällst einfach auf in der Menge. Und es ist nicht dein Anzug oder deine Marke. Nein, es ist einfach etwas, was du ausstrahlst. Ich weiß es nicht. Wie geht's Rachel? Liegt sie noch immer im Koma? Haben die Ärzte was gesagt? Wissen Sie, wann sie vielleicht wieder aufwachen wird? Leider nein. Aber tu nicht so. Du weißt genau, dass man so etwas nie genau vorhersagen kann. Aber sie scheint stabil zu sein. Die Ärzte mussten allerdings eine Menge wieder zusammenflicken. Aber sie schafft das schon, denke ich. Ach ja? Haben das die Ärzte gesagt? Oder sagst du das? Ich meine, dass sie dich überhaupt zu ihr lassen. Sie konnte dich noch nicht mal besonders gut leiden. Ach nein? Wir waren gemeinsam in einer Verbindung. Und aus irgendeinem Grund hat sie mich als Notfallkontakt eingetragen. Es scheint so, als ob sie mich wohl doch leiden konnte. Warum ziehst du sein Gesicht? Was ist los mit dir? Jess, tu bitte nicht so. Als ob du dich wirklich für andere Menschen interessierst. Ich kann immer noch die Begrüßung unserer College-Verbindung. Was willst du überhaupt damit sagen? Du bist der, der von uns beiden nur an sich und seine Karriere gedacht hat, Ibrahim. Weil du damit angefangen hast, nur noch deinen verrückten Ideen hinterherzulaufen, anstatt... Entschuldigen Sie, Sie sind doch Jasmin, nicht wahr? Die Sängerin? So siehst du das also heutzutage? Jetzt verstehe ich. Ja, bin ich. Bekomme ich ein Autogramm? Aber natürlich, Sie bekommen sogar ein Selfie mit mir. Na bitte. Was hat dich jetzt gestört? Nichts. Dann hör auf, mich so anzusehen. Vergiss es, Jasmine. Wir sind nicht hier, um zu streiten. Exakt. Deshalb gehe ich jetzt. Hast du wieder heimlich geraucht? Oder warum kippst du wieder Peace and Cues in dich rein? Hast du wieder angefangen zu kiffen oder warum... Lassen Sie es sein, Agent. Sie hat sie fertig gemacht. Du hast recht, Ei. Aber nur für heute. Bei Gott, Sarah, du glaubst mir nicht, was Cameron... Sorry, ich wusste nicht, dass du noch nicht umgezogen bist. Das tut mir leid.
aber du hast keine Ahnung, was heute passiert ist. Der Schrecken war zurück. Ibrahim, du kannst dich wieder umdrehen. Und dann atme kräftig durch und erzähl mir in Ruhe, was passiert ist. Ja, okay. Nun, also, wo soll ich anfangen? Du weißt ja, dass Castella seit einiger Zeit verschwunden ist und dass uns diese große Mission bevorsteht. Und naja, heute hat der Chief zu mir gesagt, er habe eine Überraschung für mich. Und du bist ganz sicher, dass der Eye-Roboter genauso aussieht wie die Typen, die uns im Nationalpark vor der Konsole gerettet haben? Er sah nicht nur genauso aus. Er war einer von ihnen. Aber Ibrahim, das ist unmöglich. Das Ganze. Ich meine, die ganze Geschichte im Nationalpark. Was im Wald geschehen ist, ist und bleibt unser Geheimnis, Sarah. Da, sie sind da. Die Marines mit den beiden Helikoptern, die uns zur Insel bringen sollen. Eins der neuesten Modelle, sodass sie nicht vom Radar erfasst werden. Es geht los, Sarah. In einer Woche breche ich mit meinem Team auf. Großer Gott. Ich bin so verdammt aufgeregt. Und immer noch weiß ich nicht, wen ich als letztes auf die Mission mitnehmen soll. Neben diesem Ding, was Cameron mir da angedreht hat. Was Agent Castella alles verpasst. Ich hoffe, sie taucht noch rechtzeitig auf. Ansonsten weiß ich nicht, was ich machen soll. Aber ich werde schon jemanden finden. Naja, leider darfst du nicht näher an die Helikopter ran. Top Secret und so. Du findest schon jemanden. Gute Nacht, Sarah. Es geht endlich los. Agent Layla, alles in Ordnung? Geht es Ihnen gut? Oder haben Sie wieder einen Schwindelanfall? Wenn ja, sollten Sie lieber abbrechen. Sie sollten Ihre Gesundheit so kurz vor der Mission nicht gefährden. Sicher, Agent? Sie können den Weg ja auch zurückjoggen? Na gut, Ihre Entscheidung. Weiter geht's.